Krass, wer hängt denn hier oben an der Hochspannungsleitung? Toller Ausblick, aber ein Fehler kann lebensgefährlich sein. Wie ist das wohl, dort oben zu arbeiten? Wird schon schief gehen. Wir begleiten diese Monteure und nehmen ihre Perspektive ein. Mit unserer Reihe Point of View. Das ist die Welt aus deiner Sicht. Und diese Jungs aus Österreich sind solche Monteure. Sie arbeiten in großer Höhe an Hochspannungsleitungen. Riskanter ist jedoch, dass sie dabei an einem Hubschrauber hängen. Der Auftrag heute: Luftwarnkugeln an der R6 in der Oberpfalz installieren. Diese Kugeln müssen überall dort montiert werden, wo Stromleitungen zu einer Gefahr für die Luftfahrt werden können. Matthias Felder ist gerade erst mit seiner Ausbildung fertig und einer von 6 Monteuren. Heute die zweite Montage. Also das zweite Mal. Also einmal habe ich 5 Kugeln montiert und heute das zweite Mal, genau. Diesmal gehört er zur ersten Gruppe, die zuerst die Vorarbeit verrichten muss. Die schwarz-weißen Vogelschutzmarkierer müssen hoch an die Stromleitung. An 3 Punkten ist sein Transportsitz am Hubschrauber eingehakt. Alles ist doppelt gesichert. Aber wie fühlt sich die Arbeit dort oben an? Es ist gewöhnungsbedürftig. Also am Anfang Lärm, Wind. Ja, und dann eigentlich arbeitet man sich ein. Es ist ein bisschen stressig, aber es ist unter anderem sehr cool. Macht nicht jeder. Und weil seine Perspektive so besonders ist, versuchen wir, sie nachzuempfinden. Unser Setup dafür? Eine Kamera direkt auf Augenhöhe, also aus Matthias Blickwinkel. Los geht's. Die beiden Jungs hängen unten am Hubschrauber und werden wie VIP-Gäste zur Stromleitung geflogen. Alle 30 bis 40 Meter müssen sie diese Vogelschutzmarkierer installieren. Vögel erkennen den schwarz-weißen Kontrast und fliegen über das Seil. Bei einem so riskanten Manöver wird immer im Team gearbeitet, denn einer schraubt und der andere ist am Funkgerät. Man muss immer mit dem Kopf da sein und das unter Kontrolle haben und mit dem Pilot eine gute Kommunikation haben. Sonst funktioniert das nicht, ja. Die Jungs sind ein eingespieltes Team und arbeiten schnell. In nur 2 Minuten hängt der Markierer an der Leitung. Doch die richtig komplizierte Montage steht noch an. Die riesigen Kugeln müssen direkt über der Autobahn installiert werden. Eine riskante Mission. Wie das funktioniert, sehen wir später. Währenddessen besuchen wir jemanden, der das alles zu Fuß erledigt. Gleicher Job, aber mit anderer Herausforderung. Turn it up, let it blast. Wir fahren ans andere Ende Deutschlands, ins Saarland. Dort treffen wir Dirk Jiranek. Der 37-Jährige ist auch Freileitungsmonteur, Adrenalin-Junkie und ein richtig harter Kerl. No! Nein, eher nicht. Der 37-Jährige ist ein liebenswerter Familienmensch, der in seiner Freizeit Bonsai züchtet. Anstrengende Arbeit ist er gewohnt, denn er hat früher in einem Kohlekraftwerk geschuftet. Dann umgeschult auf Freileitungsmonteur. Erstaunlich ist, dass dies kein richtiger, also anerkannter Beruf ist, weil es dafür keine Ausbildung gibt. Das Know-how lernt man ausschließlich in der Praxis. Doch für Dirk das Beste, was ihm passieren konnte. Also was mir besonders Spaß macht halt an der Arbeit, ist einfach die Freiheit. Du bist immer unterwegs, du bist immer meistens im Grünen. Du bist quasi dein eigener Herr in dem, was du tust. Und er hat ganz normale, geregelte Arbeitszeiten. Wochenlang auf Montage, für Dirk keine Option. So hat er viel Zeit für seine 2 Kids. Doch die Begeisterung seiner Frau Jenny für die Arbeit ihres Mannes in großer Höhe war anfangs verhalten. Als dann die neue Stelle kam und er hat gesagt, er ist jetzt Freileitungsmonteur und klettert auf die Strommasten, war schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, es ist hoch, es ist gefährlich, hoffentlich passt er auf. Ich vertraue ihm da. Also er macht das gut, er hat Spaß dabei und ich mir gar keine Sorgen. Punkt 7 Uhr verlässt Dirk das Haus. Tschüss! Tschüss! Sein Ziel heute? Einer der 1200 Hochspannungsmasten im Saarland. Dirks Team muss regelmäßig den Anstrich der Masten, die Stromleitungen und die Baumabstände zu diesen überprüfen. Heute muss ein Glasisolator getauscht werden. Doch Dirk wird nicht mit dem Hubschrauber zur Hochspannungsleitung geflogen. Er muss alles erklettern.
Nur man sollte halt sich schon bewusst sein, dass es körperliche Arbeit ist. Ne? Und dass es auch ab und an halt kein Pappenstiel ist. Ne? Und man doch schon körperliche Fitness voraussetzen sollte, ne, bei sich selbst. Ne? Und halt auch keine Höhenangst. Zu schwer sollte man auch nicht sein. Denn alle Kilos müssen den 50 Meter hohen Mast hoch. Damit unserem Team das erspart bleibt, erhält Dirk eine Helmkamera. Aus seiner Perspektive verfolgen wir ihn bei seiner Klettertour. Aber wie hält er sich für so einen extremen Job fit? Gar nicht. Ich mach da nichts. Nee, es tut mir leid. Wir sind jetzt hier nicht die extremen Hardcore-Marathonläufer oder Sportler oder sonstiges. Wir sind ganz normale Leute. Und dieser Stab ist ihre Lebensversicherung. Was es damit auf sich hat, sehen wir oben. So, geh mal los. Dirk steigt über die Diagonalen im Zickzack nach oben, gesichert durch zwei riesige Karabiner. Ein unkalkulierbarer Faktor ist immer das Wetter. Starker Wind, Schnee, Frost oder Nebel, all das schränkt die Arbeit ein. Zieht gar ein Gewitter auf, ist Dirk in Gefahr. Wenn du schon am Horizont irgendwo siehst, dunkle Wolken und dann schon Blitze aufhellen, dann ist wirklich auch Gefahrenverzug, dann heißt es so schnell wie möglich runter. Jetzt kommt der riesige Stab zum Einsatz. Das ist ein Spannungsmesser, aber in XXL. Damit prüft Dirk, ob der Strom wirklich abgeschaltet wurde. Alles in Ordnung. Dirk kann kurz verschnaufen, bis Kollege Jochen oben ist. Du guckst halt manchmal in die Ferne, was siehst du von Weitem. Ne? Das ist halt schon cool, weil die Aussicht da oben hast du halt sonst nirgendwo. Ne? Ich denke halt meistens auch an nichts eigentlich. Ne? Wenn Dirk unten an nichts gedacht hat, ist das nicht so schlimm. Fehlt was im Werkzeugbeutel, wird das nachgeliefert. Die Arbeitsmaterialien werden nämlich mit einer Seilwinde geholt. Und das ist die Perspektive aus dem Transportkorb. Im Sommer kann der Monteur hier auch kalte Getränke oder einen kleinen Snack vorfinden. Und dies ist die Perspektive von Kollege Jochen, der auf eine Erfrischung hofft. Leider vergebens. Aber allzu locker sollte man die Arbeit nicht nehmen. Die Gefahr lauert hinter jeder Traverse. Also auf der Montage ist halt mal ein Azubi auf der Traverse ins Leere getreten. Dann war der halt weg. Ne? Dann war der auf einmal nicht mehr da. Der Monteur guckt, der Azubi ist weg, schaut nach unten, dann hat er gehangen. Aber dem ist zum Glück auch nichts passiert. Der konnte sich halt direkt nochmal am Mast festhalten. Und dem ging es auch gut. Ne? Aber so wirklich schlimme Sachen kennt man halt nur aus Erzählungen. Das ist auch gut so, weil auf Sicherheit legen wir schon sehr viel Wert. Deshalb wird der sogenannte G-Balken installiert. Sieht aus wie die Leiter am Kinderschwimmbecken, stabilisiert aber die Monteure. Der Austausch des Isolators ist dann Routine und fix erledigt. Nur der Weg dahin ist mühsam und aufwendig. Es geht ein bisschen der Wind und Arbeit ist getan. Also ich fühle mich gut, wir fühlen uns gut. Obwohl ein Freileitungsmonteur mit durchschnittlich 4.000 Euro brutto im Monat nicht schlecht verdient, gibt es viele offene Stellen. Möchte Dirk diesen anstrengenden Job auch in 30 Jahren noch machen? Ich wäre nicht abgeneigt, es zu machen bis zur Rente. Ne? Ich will auch nichts anderes mehr machen. Ne? Das hier ist genau meins, das ist mein Leben, mein Hobby, mein alles. Dirks Job ist für heute erledigt. Aber seinen Kollegen in der Oberpfalz steht ihre komplizierte Montage noch bevor. An dieser neuen Stromtrasse müssen sie sogenannte Luftwarnkugeln anbringen. 60 cm Durchmesser, leuchtorange und sehen aus wie Bojen. Unser Redakteur wirft einen Blick auf diese seltsamen Kugeln. Wie schwer? Oh. Ah ja, es geht. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich die da oben irgendwie festhalte und auf dem Seil festmache, dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Der Netzbetreiber ist vom Bund verpflichtet, die Kugeln zu installieren, wenn Gefahr für die Luftfahrt besteht. In diesem Fall ist es die Einflugschneise eines kleinen Flugplatzes. Florian Lerchbaumer darf sich heute als Erster daran versuchen. Seit 4 Jahren mache ich das jetzt schon. Ja. Aber Kugel montieren ist das erste Mal jetzt. Das habe ich noch nie getan. Bei der Hubschrauberschulung haben wir uns schon ein paar Gedanken gemacht. Aber müssen wir erst jetzt probieren, wie es dann wirklich geht. Das wollen wir mit unserer Kamera wieder live verfolgen. Wird schon schief gehen.
Der Start ist nicht einfach, denn die Seile der Transportsitze dürfen sich nicht verdrehen. Die größte Schwierigkeit heute? Es wird direkt über der Autobahn montiert. Deshalb sperrt die Polizei die A6 komplett, aber nur für maximal 15 Minuten. Dann müssen die Kugeln hängen. Doch es ist windig geworden. Der Helikopter hat Schwierigkeiten, seine Position zu halten. Und die Männer kommen nicht ans Seil. Im Helikopter ist ein spezielles Froschfenster eingebaut. So hat der Pilot die Monteure immer im Blick. Es ist sicher ein schwieriger Einsatz. Man hat da natürlich Leute unten am Seil hängen und nicht irgendwelche Lasten. Brenzlige Situationen hat man in so einem Berufsleben immer mal. Aber es geht halt immer ein bisschen davon aus, dass man daraus lernt und einfach gewisse Sachen über die Jahre gut einschätzt. Und es wird immer mit zwei motorigen Hubschraubern geflogen. Falls der erste Motor ausfällt, kann der Pilot den Ersatzmotor einschalten. Florian schnappt sich endlich die Leitung. Da die Anlage noch nicht in Betrieb ist, besteht keine Gefahr. Dann wird gesteckt, geschraubt und montiert. Es muss schnell gehen, denn sie müssen drei Kugeln in dem engen Zeitfenster schaffen. Alle Handgriffe sind eingeübt und aufeinander abgestimmt. Einer hält, der andere schraubt. In nur 4 Minuten haben sie die Kugel installiert. Wenn man jetzt mit einer Kugel fertig ist, zur nächsten Kugel fliegt, hat man keine Zeit zum Schauen. Also tut man herrichten für die nächste und man kriegt eigentlich nicht viel mit. Schade, denn die Aussicht ist wunderschön. Es dauert aber ein paar Jahre, bis Florian hier wieder herkommt. Denn die Kugeln müssen 40 Jahre halten. Das erste Mal war ein bisschen ein komisches Gefühl, ja, weil die Höhe ist ja kein Problem von der Arbeit. Aber das ist doch wieder was anderes, weil sich der Sitz bewegt und alles. Unser Fazit: Der Job des Freileitungsmonteurs ist körperlich anstrengend und auch nicht ungefährlich. Dafür bietet er eine Perspektive, die alle anderen nicht erleben können. Und das da oben sind nicht irgendwelche Bojen, sondern Luftwarmkugeln.